Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Look. Ich habe mir überlegt, dass ich den Looks jetzt immer Namen gebe. Und dieser Look heißt für mich Emilia. Ich finde, das passt einfach total gut dazu. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Augenbrauen. Da habe ich ein Augenbrauenpuder von Alverde. Und da benutze ich immer die hellere Farbe. Und ich achte immer darauf, dass ich von hinten anfange, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich von hinten anfange, dass es dann ein schönerer Ombre-Effekt wird, weil die Augenbrauen natürlicherweise ja vorne immer ein bisschen heller sind. Und dadurch, dass ich hinten anfange, passiert es irgendwie automatisch, dass ich vorne eben hellere Augenbrauen habe. Und deswegen mache ich das jetzt seit ein paar Wochen schon so. Dann bürste ich das Ganze noch mit dem Augenbrauengel durch, damit das alles auch den ganzen Tag in Form bleibt. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch so einen kleinen Kamm und da verblende ich das Ganze nochmal. Ich nehme mir meine I Love Stage Eyeshadow Base von Essence und gebe sie mir auf meine beiden Augenlider. Das mache ich einfach, damit das Make-up einfach den ganzen Abend oder den ganzen Tag hält und nicht so doll creased. Und dann verblende ich die Base einfach mit meinen Fingern, weil es so am besten geht. Als ersten Lidschatten nehme ich einen Catrice Velvet Matte Eyeshadow in einer Cremefarbe, das ist glaube ich die hellste Farbe, und die gebe ich dann mit einem großen Lidschattenpinsel von Evelyn auf mein gesamtes Lid auf, um einfach so eine neutrale Base zu haben. Als nächstes nehme ich mir die dunkelste Farbe von einer Essence Lidschattenpalette und die ist matt, ein mattes Braun. Und die verblende ich mit einem fluffigen Blendepinsel von Evelyn in meine Lidfalte. Dabei lasse ich mir wirklich Zeit und baue das Stück für Stück auf, damit das Endergebnis einfach schön wird. Um das äußere V ein bisschen zu präzisieren, nehme ich mir einen kleineren Lidschattenpinsel und fülle das äußere V auf. Genauso wie das innere V, so würde ich das jetzt mal nennen. Danach alles nochmal schön verblenden, damit alles wirklich weiche Kanten hat und am Ende ja so natürlich wie möglich aussieht, obwohl Lidschatten sieht nie wirklich natürlich aus, aber es soll einfach schön aussehen. Von der gleichen Palette verwende ich jetzt den hellsten Ton und zwar ist das so ein schimmernder Champagnerton. Den gebe ich mir mit einem großen Lidschattenpinsel auf die Mitte meines Lides auf und das ist auch so das, was diesen Look ausmacht, also dass außen alles dunkel ist und in der Mitte eben so ein strahlend heller Ton ist. Das ist auch die einzige Farbe, die schimmernd ist in diesem Look, also alle anderen Farben sind matt. Und ja, ich finde das eigentlich ganz schön, man kann das natürlich auch noch viel extremer machen, wenn man da extremere Farben nimmt, die vielleicht noch ein bisschen besser pigmentiert sind. Aber ich fand das im dezenten Look eigentlich auch ganz schön. Und zwischendurch muss man natürlich immer mal verblenden, damit das alles schön harmonisch zusammenspielt. Und ja. Ich möchte dem Look einen lila Touch verpassen und deswegen nehme ich mir eine andere Lidschattenpalette von Essence und trage die dunkelste Farbe, also diesen flaumigen Ton mit einem Blendepinsel direkt über das Braun in die Lidfalte auf. Dabei achte ich darauf, dass nicht zu viel von der Farbe auf die Mitte von meinem Lid kommt, eben dass diese helle Farbe nicht zu sehr in den Hintergrund rückt.
Da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man das wirklich schön verblendet, verblendet, verblendet. Das ist wirklich wichtig bei einem Lidschattenlook. Das kann man eigentlich bei jedem Look sagen, aber es ist wirklich wichtig. Und da natürlich ein bisschen von dem hellen Champagnerton verloren gegangen ist, gebe ich das einfach nochmal ein bisschen drüber, um den Effekt ein bisschen zu intensivieren. Damit wirklich keine harten Kanten entstehen und auch um das Auge ein bisschen zu liften, nehme ich mir nochmal den allerersten Ton von Catrice und trage den mit einem Blendepinsel über meine Lidfalte auf, also schon fast auf meinen braunen Bogen. Es ist Zeit für Make-up und hier nehme ich die Catrice Nude Illusion Foundation und die gebe ich mir erstmal punktuell auf mein Gesicht auf. Und Leute mit heller Haut könnten die sich wirklich mal anschauen, weil die wirklich sehr hell ist und ich gehöre auch zu den Hellhäutigen und bei mir passt sie wirklich gut. Und dann verblende ich sie mit dem Ebelin Make-up Eye und ich finde wirklich, dass es echt ein schönes Ergebnis macht. Also mit den Fingern oder mit dem Pinsel wird es wirklich nicht so schön wie mit so einem Schwämmchen. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu dem Original, aber das Make-up Eye ist, finde ich, auch ganz gut. Dann nehme ich mir den Maybelline Fit Me Concealer. Ich finde momentan, dass der einfach der beste Concealer ist, den ich je hatte. Und deswegen trage ich den eigentlich jeden Tag. Und hier trage ich ihn mir großzügig unter meinen Augen auf, um einfach meine Augenringe so ein bisschen zu verdecken. Es klappt mit keinem Concealer so perfekt, wie ich es mir wünschen würde. Aber der macht wirklich schon einen sehr guten Job. Hier finde ich, dass sich die Finger zum Verblenden sehr gut eignen anstatt einem Pinsel, weil eben noch die Körperwärme mitspielt. Mit einem Pinsel, mit dem man wirklich sehr präzise arbeiten kann, trage ich nochmal die beiden dunkleren Farben, also den Braunton und den Pflaumenton, auf meinen unteren Wimpernkranz auf, einfach damit das Gesamtbild schöner aussieht. Jetzt kommt auch schon Mascara. Ich verwende die Lash Sensational Mascara von Maybelline Jade. Das ist wirklich momentan meine Lieblingsmascara. Die macht so schöne Wimpern. Mit Mascara-Empfehlungen ist es ja immer so eine Sache, weil die Leute eben so unterschiedliche Wimpern haben. Aber die könnt ihr euch wirklich mal anschauen. Also, ich weiß nicht. Ich kann die nur empfehlen. Und vielleicht wird es ja auch eure Lieblingsmascara, wer weiß. Und davon gebe ich mir erstmal zwei schöne Schichten auf meine Wimpern. Natürlich darf man die unteren Wimpern auch nicht vergessen, die tusche ich mir auch nochmal ordentlich. Der Schritt, der den Look nochmal vollendet, ist Lippenstift. Und zwar nehme ich den Ultimate Color Lippenstift von Catrice in der Farbe 270 Matte Area Girl. Das ist so ein schönes Pink und an dem Tag konnte ich irgendwie keinen Lippenstift auftragen und außerdem habe ich nicht bemerkt, dass die Kamera irgendwie zu weit oben ist, sodass man das nicht so gut gesehen hat. Aber das Schlimmste habe ich weggeschnitten und am Ende kam eigentlich ein ganz schönes Ergebnis raus. Und ja, dann würde ich sagen, das war mein Look. Hier seht ihr den Emilia-Look nochmal komplett. Fragt mich nicht, warum ich Emilia gewählt habe. Das ist keine Person, die ich irgendwie nachschminken wollte oder so. Ich fand einfach, dass dieser Name zu diesem Look passt. Schreibt mir doch mal, ob ihr die Idee cool findet, wenn ich den Looks Namen gebe. Das finde ich eigentlich ganz schön, als wenn man irgendwie schreibt, ja, Bronze Look mit knalligem Lippenstift oder so. Also ich finde, der Name ist irgendwie kreativer. Und ja, lasst mir gerne ein positives Feedback da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!